Ja, Moses, spätestens seit der Flüchtlingskrise haben wir sehr viele Moslems in Deutschland, in Europa. Und wenn wir Seelen gewinnen gehen, klar wollen wir alle Menschen erreichen. Wir wollen nicht nur irgendwie Katholiken erreichen oder, was weiß ich, Atheisten. Wir wollen auch Moslems erreichen natürlich. Aber Moslems sind sehr schwer zu erreichen mit dem Evangelium. Sie sind nicht sehr offen für das Evangelium. Ja. Was sind vielleicht ein paar Tipps, ein paar Erfahrungen, die du teilen kannst, wie wir auf Moslems zugehen können, ihnen das Evangelium erklären können? Ja, mit den Muslimen kann es ein bisschen schwer sein. Was ich normalerweise tue, ist, dass wenn ich zum Seelengewinnen gehe, natürlich, ich stelle diese Frage, hey, kann ich dir kurz von Jesus erzählen oder kann ich dir erzählen, wie du in den Himmel kommen kannst, was die Bibel dazu zu sagen hat. Und die Muslime normalerweise sagen, okay, ich bin schon Muslim, ich glaube schon an Jesus. Ah, okay. Und natürlich, dann stellen wir diese Frage, ne? Hey, angenommen, du würdest heute sterben, bist du 100% sicher, dass du in den Himmel kommst. Aber kurz davor stelle ich eine andere Frage, besonders für sie. Mhm. Ich frage, hey, bist du ein überzeugter Muslim? Bist du überzeugt in deinem Glauben? Glaubst du, dass du, dass der Koran wahr ist, dass Islam der wahre Religion ist? Bist du zufrieden damit? Und wenn sie sagen, ja, absolut, wirklich, ich bin stolz darauf, Muslim zu sein, ich glaube an Mohammed, Bismillah, Rahman, wenn sie sagen das, okay, dann sage ich, okay, tschüss, schönen Tag. Okay, vielleicht fragst du, okay, warum, du kannst ihm das Evangelium geben, er ist offen, er möchte mit dir reden. Aber das Problem ist, er ist schon überzeugt. Ja. Und durch Erfahrung kann ich sagen, dass wenn ich mit diesen Leuten ein Gespräch beginne, dann sie bringen dich in eine Debatte. Richtig. Du kommst in Streit mit sie und sie beginnen dich zu lehren, dich zu evangelisieren. Das geht nicht, darum bin ich nicht auf der Straße. Und wir sollen nicht als Seelengewinner in Streit kommen mit Leuten. Wir sollen das Evangelium erzählen. Also, ja, wie Jesus auch gesagt hat, oder wie über ihn gesagt wurde, er wird nicht streiten noch schreien und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Richtig, Jesus war nicht dieser laute Straßenprediger, der gestritten hat mit den Leuten. Ja, so sollen wir nicht sein. Aber es gibt auch Leute, manchmal Muslime, die sagen, ja, ich bin wirklich nicht so religiös. Ich habe viele Fragen, ich weiß nicht. Oder manchmal sagen, okay, alle Religionen sind gleich, aber jeder ist mit seiner Religion zufrieden. Dann weiß ich, okay, dieser Mensch ist nicht ein ernsthafter Muslim. Na, dann beginne ich mit dem Evangelium. Und fast jedes Mal, wenn ich diese Strategie probiert habe, sie sind gerettet oder sie werden fast gerettet. Also sie sagen, okay, das ist richtig, das macht Sinn, aber ich möchte nicht an Jesus anrufen, seinen Namen anrufen. Ja. Ich würde darüber nachdenken, sie nehmen eine Bibel mit oder etwas. Aber ich habe schon mit Muslimen gesprochen, sagen, ja, ich bin wirklich nicht überzeugt, ich bin nicht wirklich zufrieden. Und dann erzähle ich das Evangelium und dann werden sie gerettet. Ja. Also, ja, ich denke, das ist ein guter Tipp und so können wir eben auch effizient mit unserer Zeit umgehen. Richtig. Dass nicht unsere Zeit verschwenden auf der Straße, mit Leuten reden, die gar nicht zuhören wollen. Weil eben, wie du schon meinst, erfahrungsgemäß, überzeugte Moslems, die hören nicht wirklich zu. Ja. Die wollen dann über die Trinität diskutieren und so. Das ist eine sinnlose Diskussion. Sie wollen nicht dran glauben, wenn sie darüber diskutieren, anstatt zuzuhören. Und leider gibt es auch viele Kinder, die schon sagen, ja, ich bin stolzer Moslem, ich bin überzeugt. Und es ist wirklich traurig. Schade. Vielleicht, es gibt Leute, die stellen diese Frage, okay, aber was ist mit diesen anderen Leuten? Ja, was ist mit die überzeugten Leute? Es gibt so viele Leute. Ja? Aber sind die denn, ist es fertig? Haben sie keine Gelegenheit, an Jesus zu glauben? Aha. Ich erzähle eine Geschichte. Ja? Als ich in Indien war damals, ich kannte einen Mann. Er kommt aus einer muslimischen Familie. Und sie haben eine Tradition. Wenn sie Gottes Wille für etwas Besonderes wissen wollen, sie machen eine Faste. Ganz ähnlich wie diese Faste, wie sie am Ramadan machen. Ja. Und sie erwarten, dass Gott mit sie in einen Traum spricht. Okay. Sagt, okay, das ist mein Will, das soll so machen. Und er hat Familienprobleme und er hat diese Fasten gemacht. Er wollte Antwort bekommen von Gott, von Allah. Und endlich hat er einen Traum bekommen, wo es wurde ihm gesagt, du musst an diesem Ort, an diesem Tag, an diesem Zeitpunkt gehen. Und er hat gesagt, okay, was für ein Traum ist das? Ja? Er hat mehrmals dieses gleiche Traum bekommen.
Und er hat gesagt, okay, ich werde dann gehen. So ein Tag, er hat einfach zu diesem Ort gegangen, an diesem Tag, ja, in diesem Zeit. Und das war unsere Gemeinde. Also du meinst in Indien, eure Baptistengemeinde? Richtig, ja. Ja. Okay. Und er kam mehrmals, einmal, zweite Mal, dreite Mal. Und irgendwann in der dritten Woche, nach vierter Woche, hat jemand ihn gegrüßt, das Evangelium erzählt und er wurde gerettet. Na, dafür ist er dort gekommen. Ja, es ist eine super Geschichte. Ich habe die schon ein paar Mal gehört jetzt von dir, aber es ist immer wieder schön zu hören einfach. Richtig. Und natürlich, Gott benutzt verschiedene Wege, die Leute zu bringen, weißt du? Natürlich, es gibt auch die Muslime, die sagen, ja, ich habe Jesus in einem Traum gesehen. Na, kennst du solche Geschichten? Ja. Ja, was sagst du darüber? Ja, also allgemein, wenn jemand sagt, ich habe Jesus in einem Traum gesehen, würde ich erstmal fragen, okay, wie sah er aus? Ja, hatte lange Haare und ein weißes Kleid. Okay, das ist nicht Jesus. Das ist einfach ein Hippie, den du gesehen hast. Ja. Den du auf irgendeinem Gemälde gesehen hast, den du in deinen Gedanken hattest. Und ja, in unseren Träumen kommt eben das vor, was wir den Tag über gesehen haben, worüber wir nachgedacht haben. Ja. Also das ist nicht wirklich Jesus, den du da gesehen hast. Genau. Weil es eine Schande für einen Mann ist, langes Haar zu tragen. Und solcher Muslim, wenn du so Frage stellst, hey, kannst du etwas tun, dein ewiges Leben zu verlieren? Sagen, ja, wenn ich in Sünde lebe, dann sind nicht gerettet. Richtig. Weißt du? Ja. Und diese Geschichte mit dieser Kumpel von mir, und ich erinnere mich einmal, ich habe mit ihm gesprochen, und er hat mir über das Dreieinigkeit erzählt. Oh. Wie das geht, warum das wahr ist. Aha. Okay. Ich war sehr überrascht, dass er wirklich gerettet und er wächst im Glauben. Ja, schon. Und ich möchte einfach sagen, dass die Leute, die scheinen, als ob sie überzeugt sind, sie haben keine Lust, dich zu hören, das Evangelium zu annehmen, Gott benutzt verschiedene Wege, sie dort zu bringen. Richtig. Es heißt nicht automatisch, dass sie verworfen sind. Ja. Auch wenn sie vielleicht sehr hartnäckig sind. Also sie sind nicht alle verworfen natürlich. Und ja, manchmal braucht es dann eben sowas, dass sie in einem Traum eben sowas erzählt bekommen. Eben von Gott diesen Traum bekommen und dann dorthin gehen und das Evangelium hören. Mhm. Und viele Leute werden verwirrt, viele Christen stecken in so komischen Sachen drin, von wegen, ja, irgendwie, sie haben Gott im Traum gesehen und hat ihnen dies und das gesagt und, oder sie haben sich durch den Traum bekehrt. Aber man muss es wirklich prüfen anhand der Bibel. Mhm. Und ich sage deswegen komisch, weil es nicht mit der Bibel übereinstimmt, wenn jemand sagt, er hat sich durch den Traum bekehrt. Mhm. Oder er wurde irgendwie durch einen Traum berufen, Pastor zu werden oder sowas. Mhm. Naja. Aber was biblisch ist, was wir in der Apostelgeschichte lesen, ist eben, dass Gott zu Menschen spricht im Traum, dass sie dort und dorthin gehen sollen. Ja. Und dann wird ihm eben dort das Evangelium verkündigt. Richtig. Und dann werden sie eben durch die Predigt des Evangeliums gerettet. Genau. Und das ist konstant in der Apostelgeschichte, ja, dass ihnen gesagt wird, geh dorthin irgendwie, oder zu Saulus, geh eben zu Ananias. Genau. Ja, und er hat ihm das Evangelium verkündigt wahrscheinlich und mit ihm gebetet, den Namen des Herrn angerufen. Also das wäre tatsächlich biblisch. Genau. Ebenso wie du das erzählt hast. Das deckt sich mit der Bibel. Er wurde eben gerufen, hat das Evangelium gehört, in einer guten Baptistengemeinde und wurde gerettet. Ja. Das ist super. Ja, am Ende möchte ich sagen, dass wir lieben die Muslime und wir wollen sie erreichen, das Evangelium. Ja. Und ja, manchmal muss man ein bisschen smart sein. Okay, wie soll ich das anfangen? Soll ich in ein Gespräch kommen? Was für eine Frage soll ich stellen? Ja, einfach so. Und dann geht gut. Ja. Ja, ich denke, das sind gute Tipps. Ein paar gute Hinweise und eben auch die Hoffnung, dass die Hartnäckigen auch gerettet werden können. Genau. Eben sei es dadurch, dass sie im Traum gerufen werden oder wie auch immer.